Ich hatte eine kleine Komparsenrolle in einem Kinofilm, über die ich in diesem Video reden möchte. Ihr werdet jetzt vielleicht ein bisschen überrascht sein, aber ich habe eine kleine Rolle in einem Kinofilm bekommen und ich dachte mir, auch wenn es jetzt nicht wirklich was mit den Sims zu tun hat, ganz und gar nicht, wollte ich in diesem Video euch trotzdem mal so ein bisschen erzählen, wie das denn so war. Ihr habt es euch auch in meiner Umfrage, die ich dazu gefragt habe, eigentlich gewünscht. Für alle, die sich nur für die Sims-Themen interessieren, wird dieses Video wahrscheinlich weniger spannend, aber für alle anderen, die so ein bisschen wissen wollen, wie da mein Tag war, die können gerne dranbleiben und ja, ich erzähle euch jetzt einfach mal so ein bisschen was über meinen Tag am Set. Nochmal ganz kurz, bevor wir hier wirklich über den Tag reden, ich darf jetzt natürlich nicht allzu viel verraten, vor allem über die Story werde ich in diesem Video nicht eingehen. Ich habe ehrlich gesagt auch gar nicht so viel zu der eigentlichen Story mitbekommen, aber nur ganz kurz, es handelt sich um einen Kinderfilm und der heißt Lucy ist jetzt Gangster. Wenn ihr da mal googelt, da findet man ein paar Infos dazu, also ja, ich gehe da jetzt auch nicht näher ins Detail, aber ja, für alle, die es interessiert, das ist der Kinofilm. Ich weiß auch nicht so ganz, wann der rauskommt. Ich habe kaum Infos. Uns wurde kurz gesagt, um was es grob geht. Und in den wichtigen Szenen wurde uns gesagt, um was es jetzt geht, dass wir so ein bisschen wissen, worauf wir uns einstellen müssen. Aber ich möchte natürlich auch keinen Ärger von irgendeiner Produktionsfirma bekommen. Deswegen halte ich mich da jetzt lieber bedeckt und rede dann lieber ein bisschen über die allgemeinen Sachen, die ich dann auch so wirklich hauptnah dann miterlebe. Erlebt habe. Ist natürlich auch eine Frage, wie bin ich dazu gekommen? Ich muss ehrlich sagen, ich habe einfach auf Facebook gelesen, dass bei uns in der Nähe ein Kinofilm gedreht wird und da habe ich mir gedacht, weil ich mich sowieso allgemein dafür interessiere, wie das so ein bisschen hinter den Kulissen abläuft und ich das eigentlich ganz lustig fand, dachte ich mir, ja, probiere ich es einfach mal, habe mich beworben, wurde dann auch glücklicherweise genommen, das hat dann geklappt. Natürlich, wie das beim Film ist, man bekommt ein Kostüm an. Das heißt, ich bin dann zuerst zur Kostümprobe gefahren. Das war alles auch sehr kurzfristig, muss man sagen. Also ich glaube, die wirkliche Zusage habe ich am Wochenende bekommen. Beziehungsweise nicht am Wochenende, aber so Donnerstag, Mittwoch. Und dann die eigentliche Kostümprobe war dann schon an einem Montag. Also schon relativ kurzfristig und der Dreh war dann 2 Tage später. Es war also wirklich alles sehr eng getaktet und dann bin ich zur Kostümprobe gefahren, musste natürlich vorher einen kleinen Corona-Test machen, das gehört ja mittlerweile ein bisschen dazu. Dann, ich habe die Anweisung bekommen, schon von zu Hause quasi Klamotten mitzunehmen, also wurde mein Outfit, was ich dann da letztendlich bekommen habe, so ein bisschen mit meinen eigenen Klamotten kombiniert. Ich habe wirklich, glaube ich, eine ganze Tasche voll mit Sachen gepackt, habe alles mitgenommen in den passenden Farben, die auch vorgegeben waren. Und ja, da haben viele Sachen wirklich nicht gepasst. Der Film spielt auch in einer bestimmten Zeit, also musste das natürlich auch dazu passen. Da ich bin in den Raum gekommen, da waren so viele Klamotten, da hätte man bestimmt 200 Leute mit ankleiden können. Also das war schon alles irgendwie sehr, sehr krass, habe ich vorher irgendwie auch noch nie so gehabt. Ich meine, Kostümprobe, wann hat man sowas? Also das war schon sehr witzig. Da war eine Frau, die mir dann ganz viele Sachen gegeben hat, die ich doch mal anprobieren sollte. Und das habe ich dann natürlich auch gemacht. Ich habe einmal so ein komisches Halstuch anbekommen. Das fand ich dann irgendwie ein bisschen unangenehm, was ich dann letztendlich zum Glück auch nicht bekommen habe. Aber ich glaube, insgesamt habe ich wirklich so 6 verschiedene Outfits angehabt. Und die hat dann immer noch mit irgendjemandem anderen dann per WhatsApp, glaube ich, geschrieben, hat Bilder von mir quasi in dem Outfit geschickt und hat dann irgendwie nachgefragt, ob das so passt. Also ich meine, das war irgendjemand von der Regie, irgendeine Regieassistenz oder so, die haben dann ihr mitgeteilt, ob das Outfit so klar geht. Und so wurde für mich eigentlich dann an dem Tag ein Outfit gewählt, beziehungsweise mehrere Outfits gab's. Aber letztendlich an dem eigentlichen Drehtag habe ich dann nochmal ein ganz anderes Outfit anbekommen. Das war dann mein letztendliches Outfit. Aber ich durfte meine Schuhe auf jeden Fall anbehalten. Aber sonst war, glaube ich, wirklich alles von denen. Habe ich mir vorher auch ein bisschen anders vorgestellt. Ich dachte, dass es quasi, dass man aus den Klamotten, die man mitbringt, so irgendwas rausgesucht wird. Aber dadurch, dass es halt auch zur Zeit passen sollte, so ein bisschen, musste das dann natürlich auch irgendwie in den Stil passen. Und meine Klamotten haben da alle nicht so gut reingepasst. Dieses Hemd, was ich heute anhab, hatte ich da auch an, aber das
Hat scheinbar auch nicht so gut gepasst, aber das war auf jeden Fall dann die Kostümprobe, durch die ich gegangen bin. Es hat echt, glaube ich, irgendwie 3 Stunden gedauert und ich habe mich sehr oft umgezogen. Es wurden insgesamt, glaube ich, echt 6 verschiedene Bilder von mir gemacht. 2 Outfits sind dann in die engere Auswahl gekommen. Das war dann auf jeden Fall so dieser Tag. Ja, und dann ging es dann auch schon 2 Tage später dann wirklich zum Film. Ich bin mit meinen ganz normalen Sachen gekommen, musste dann natürlich auch nochmal einen Corona-Test machen. Und die Leute, die den Corona-Test gemacht haben, waren wirklich irgendwie total witzig drauf. Die haben die ganze Zeit irgendwie rumgetanzt und ich durfte mir sogar ein Lied aussuchen. Das war auf jeden Fall sehr cool. Also da war auf jeden Fall die Laune schon ganz oben, vor allem, weil sich ja auch noch andere Leute testen lassen mussten, man sich da erstmal so ein bisschen anstehen musste und man ein bisschen gewartet hat, aber die waren auf jeden Fall mega cool. Dann habe ich mich umgezogen in mein Outfit, was ja ein paar Tage vorher bestimmt wurde, was dann auch ganz anders aussah als ursprünglich an dem Tag festgelegt. Das hat mich dann auch ein bisschen überrascht, dass es so kurzfristig noch geändert wurde. Man muss natürlich auch dazu sagen, ich habe keinerlei schauspielerische Erfahrung, da habe ich eigentlich gar nichts mit zu tun. Ich habe wirklich nur eine kleine Komparsenrolle gespielt, so heißt es. Also Komparse, für alle, die es nicht wissen. Komparsen sind die Leute, die im Film eigentlich im Hintergrund rumstehen. Wenn es eine Café-Szene beispielsweise gibt, dann sitzen da ja natürlich noch andere Leute im Café. Die Schauspieler sind da ja nicht ganz allein in der Szene. Und ja, ich war quasi einer von diesen Leuten im Hintergrund. Dann habe ich auch meine anderen Komparsen-Kollegen kennengelernt. Uns wurde dann grob schon mal gesagt, wie der Tag so abläuft. Und haben eine kleine Einweisung bekommen, was wir machen müssen, was wir für Szenen hatten und so. Da gehe ich jetzt auch nicht näher ins Detail, sonst kriege ich, glaube ich, ganz schön viel Ärger. Aber was ganz interessant war, beim Film, falls ihr es auch noch nicht wusstet, die Leute im Hintergrund dürfen nicht wirklich reden. Das hat den ganz einfachen Grund, dass natürlich die Stimme von den Schauspielern vom Mikro aufgenommen wird und nicht die von den unwichtigen Leuten im Hintergrund. Also wir mussten quasi, als wir unsere Szenen hatten, immer stumm reden. Also wir mussten die Lippen bewegen und durften nicht wirklich reden. Das war auf jeden Fall auch irgendwie ein bisschen komisch, aber das war auf jeden Fall so. Das heißt, wenn ihr irgendwo einen Film seht, da Leute im Hintergrund sind, die reden eigentlich gar nicht wirklich. Es sieht einfach nur so aus. Dann wurden wir auch schon wirklich dann zum Set gebracht. Da konnten wir in so einem kleinen Raum warten. Da saßen wir dann alle zusammen und haben ganz viel gewartet. Es hat wirklich lange gedauert, bis wir dann unsere erste Szene hatten, beziehungsweise ich mit einer anderen Kollegin zusammen. Uns wurde dann quasi gesagt, also es war eine Außenszene und uns wurde wirklich gesagt, wie wir laufen müssen. Wir durften uns auch aussuchen, ob wir so tun, als wären wir zusammen oder als wären wir nicht zusammen, nur befreundet. Wir haben dann gesagt, dass wir nur so tun wollen, als wären wir befreundet. Und dann waren wir so ein bisschen aufgeregt irgendwie, weil dann gab es zuerst eine Probe. Es war eigentlich nicht so warm, es ging noch. Aber bei der Probe durften wir auf jeden Fall unsere Sachen noch anlassen, aber dann natürlich bei der eigentlichen Szene mussten wir dann in unseren ausgesuchten Klamotten dann herumlaufen. Ich glaube, wenn man sich den Film vielleicht ganz genau anguckt, könnte man sehen, dass wir eigentlich ein komisches Gespräch führen, weil das Problem ist natürlich, wenn man nicht wirklich reden kann und versucht, ein Gespräch darzustellen, muss man natürlich auch immer extrem dann auf die Lippen von der anderen Person achten, weil man ja nicht hört, ob die Person jetzt aufhört zu sprechen, und bei einem Gespräch sprechen natürlich nicht 2 Leute gleichzeitig, das macht ja gar keinen Sinn. Da mussten wir dann ziemlich penibel drauf achten und es war in der ersten Probe auch ein bisschen komisch, aber das ging dann eigentlich auch relativ gut. Uns wurde dann unser Weg gesagt, den wir laufen müssen, und als dann der Regisseur das Go gegeben hat, dann sind wir unseren kleinen Weg da entlang gelaufen, unsere vorgefertigte Route. Es war auch erstaunlich, wir haben eigentlich gar nicht so richtig mitbekommen, was da ganz genau gefilmt wird. Also unsere Aufgabe war, okay, wenn die Hand runtergeht, dann lauft los, unterhaltet euch, das war die Aufgabe, aber ich habe gar nicht so richtig mitbekommen, was da jetzt überhaupt eigentlich für eine Szene gedreht wird. Das war ein bisschen komisch, aber ja, eigentlich auch schon vorhersehbar. Also so ist es ja immer beim Film. Es wird ja auch allgemein jetzt alles in nicht der richtigen Reihenfolge gedreht. Das ist auf jeden Fall immer so beim Film. Das muss man natürlich auch beachten. Ich hätte mir auch ein bisschen mehr gewünscht, dass man wirklich
mehr vom Dreh an sich gesehen hätte, aber das war halt leider nicht der Fall. Wir mussten sehr viel in dem Raum warten, wo dann auch die anderen Komparsen waren. Da waren auch ein paar Tontechniker, die immer rumgelaufen sind und natürlich andere Schauspieler. Ich konnte auch ganz kurz mit dem Hauptdarsteller quasi, beziehungsweise der Hauptdarstellerin reden. Das war auf jeden Fall auch ganz, ganz lustig. Aber es war auf jeden Fall schon immer witzig zu sehen, wie die Leute dann da rein und rausgelaufen sind in Kostüm. Und wir selber waren natürlich auch die ganze Zeit in Kostüm. Und was auch ganz lustig war, es war nicht wirklich abgesperrt. Also da, wo wir gedreht haben, sind dann auch manchmal irgendwelche Leute rumgelaufen. Und da musste man manchmal warten, bis die dann mal aus dem Bild wieder rausgelaufen sind. Es war auf jeden Fall ganz lustig. Es gab Leute, die sich dann extra drum gekümmert haben, dass dann niemand ins Bild läuft. Und ja, also normalerweise, ich glaube, bei ganz großen Kinofilmen wird dann natürlich irgendwie alles abgesperrt. Aber so war das bei uns auf jeden Fall nicht. Aber ja, nach der ersten Szene sind wir dann rein. Es war auf jeden Fall zwei andere Leute da, die auch schon ein bisschen Vorerfahrung hatten. Der eine hat beim Teleshopping gearbeitet und die andere hat quasi beim Theater gearbeitet. Also mit denen habe ich mich dann auch irgendwie die ganze Zeit unterhalten und ich glaube, wir haben wirklich 7,5 Stunden, nee, oder nicht 7,5 Stunden, so 6 Stunden vielleicht insgesamt wirklich warten müssen. Und ich hatte kein Internet, das heißt, ich konnte nicht irgendwas am Handy machen oder sonst irgendwas. Deswegen haben wir uns dann eigentlich hauptsächlich über alles Mögliche unterhalten. Das war auch sehr witzig. Ein anderer Schauspieler war auch noch da, mit dem wir dann gequatscht haben, der uns dann versucht hat, so ein bisschen zu unterhalten. Das war auf jeden Fall auch sehr witzig. Aber sonst muss ich sagen, wir haben wirklich sehr viel gewartet und sehr wenig gedreht. Wir hatten genau zwei waren es, ja genau. Und bei der zweiten waren wir dann sogar noch weniger im Hintergrund zu sehen. Also da waren wir wirklich dann nur von der Kamera entfernt, ziemlich weit weg, also nur wirklich dann doch im allerletzten Hintergrund. Das war auf jeden Fall auch witzig. Da wurde uns auch wieder gesagt, wo wir hinlaufen müssen. Das war auf jeden Fall dann unsere Performance. Allgemein hat mir der Tag trotzdem ziemlich Spaß gemacht. Wir hatten keine große schauspielerische Leistung, was mir eigentlich auch schon klar war, weil wir auch keinen Text oder so bekommen haben. Aber es hat trotzdem auf jeden Fall Spaß gemacht. Und ich würde es auf jeden Fall wieder tun. Also das war auf jeden Fall ganz witzig. Ich kann euch natürlich, wenn der Film dann wirklich rauskommt, dann kann ich euch da natürlich auch nochmal drauf hinweisen, falls ihr mich 3 Sekunden in einer Szene sehen solltet, dann werde ich euch natürlich auch nochmal einen Link schicken oder Bescheid geben. Allgemein war es halt wirklich ein bisschen schade, dass man nicht so viel wirklich wie da gearbeitet wird, gesehen hat. Es waren sehr viele Leute da. Es wurde mit ganz großen Reflektoren gearbeitet. Das fand ich auf jeden Fall ganz interessant. Und scheinbar war dieser Ort, wo gedreht wurde, wurde auch extra dafür komplett umgebaut. Und eigentlich war alles komplett fake, so wie das beim Film ja eigentlich auch relativ normal ist. Aber ja, abschließend auf jeden Fall kann ich das jedem empfehlen, der einfach mal so ein bisschen da reinschnuppern will und sich allgemein so ein bisschen dafür interessiert. Aber ihr müsst halt wirklich damit rechnen, dass man sehr viel warten muss. Und es gab scheinbar an einem anderen Tag, wurde mir auch erzählt, waren Leute da, die dann quasi unnötig noch 2 Stunden gewartet haben, weil es erst hieß, dass sie drehen und dann wurde doch nicht gedreht. Aber an sich, wenn man dann doch da wirklich steht und so merkt, okay, jetzt wird's ernst, jetzt muss ich hier meine... Es waren ja nicht viele Sachen, die ich beachten musste. Das waren ein paar Sachen, wie gesagt, das mit dem Lippenbewegen. Und zu unserer Stimmungslage wurde uns gesagt, wie wir uns da verhalten sollten. Das war ja nicht an sich nicht viel. Das kriegt eigentlich jeder hin, würde ich mal behaupten. Aber irgendwie war es dann halt trotzdem witzig, dann so ein klitzekleiner Teil davon zu sein. Und ja, wenn ihr irgendwelche Fragen allgemein irgendwie zu dem Tag habt, es war jetzt wie gesagt nichts Spannendes, es war auch nur ein Tag, dann könnt ihr mir das natürlich gerne in die Kommentare schreiben. Ich darf wahrscheinlich nicht über krass inhaltliche Sachen reden, aber ja, wenn da die ein oder andere Frage auftaucht, werde ich die auf jeden Fall so gut wie es geht beantworten. Und ja, dann bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zusehen, auch wenn es jetzt heute mal kein Sims-Video war. Muss ja auch mal sein. Gab es ja vorher, glaube ich, auch noch nicht, dass ich wirklich ein Video gemacht habe, was gar nichts mit den Sims zu tun hat. Und ja, dann würde ich sagen, sieht man sich bei einem der nächsten Videos wieder bei simsblog.de.